Hallöchen, heute fahren wir was Spezielles und zwar Köblitzer Bergland. Von kurz. Von Rickenburg nach Altenburg, genau, und von dort nach Wildau. Und zwar, wir fahren das Ganze mit dem GTW. Ich habe mir einfach das Szenario, das was da dabei war, ein bisschen umgebaut. Mehr ist da nicht dahinter. Nur ich habe halt im Gegensatz zum Original vorher nicht mit einem dreiteiligen, also mit einem 2.10, sondern ein 4.12er, genau. Kann man ganz einfach selber machen, man muss halt nicht einfach die Garnitur anders zusammenstellen, dort hat man halt einen 4.12er. Ich werde zwar die Uhrzeit wieder wegen mitschreiben, damit die Parts wieder einigermaßen gleich lang werden. Ich muss jetzt erst mal schauen, ob das, dass ich da nicht schnell und nicht langsam bin. Jetzt das erste Szenario. 16:53 kann man anfangen, dass ich weiß, wie lange ich ungefähr Video machen muss. Ungefähr 20 Minuten möchte ich pro Part. Dann passt das. Wir schauen Sie dann meine Zusammenstellung nochmal gleich an. Nachdem das mit Zug da eingefahren ist im Bahnhof. Fahre natürlich nur Stickel nach vorn, bleib nicht ganz hinten stehen. So, da passt es, glaube ich. Stehen wir mittendrin. Und Türen auf. Wunderbar. So, jetzt verlassen wir das Fahrzeug. So, wie ihr seht, schaut das bei mir ein bisschen anders aus. In Wirklichkeit fahre ich auch so als 4.10er, als 4.12er. Oder ist doch ein 4.12er? 6.10, 4.12, genau. Oder 2.6. Ja. Ist die schon wieder zu? Nein. Hab ich jetzt bald. Ja, und zwar normalerweise hat man eben den da, dann den Mittel da, dann hat man den da und da ist dann normalerweise der Triebkopf festgemacht da. Und dann nimmt man einfach denselben da nochmal, dreht ihn um, sitzt ihn dran, dann nimmt man eben noch so eine Antriebseinheit und dann sitzt man vorne einfach im Triebkopf, also eigentlich im Steuerwagen, weil er ist ja nicht antrieben, nochmal vorne dran. Und somit hat man das Fahrzeug fertig. Da fehlen eigentlich die ganzen Wartungsklappen da drinnen. Das ist ein bisschen undetailliert. Und das ist hässlich. Also das hätte er schöner machen können, der Herr von Chris Trains. Bisschen schöner war es schon gegangen. Aber nehmen wir uns vor der Zug ab. Warum das wir jetzt so lange Wartezeit haben, kann ich nicht einmal sagen, aber ich habe einfach den Fahrplan weiterverwendet von vorher. Also der, was der Originalzug da dabei gehabt hat. Das einzige, was ich nicht weiß, ob der da auch beide Stromabnehmer hinterher hat. Ja, ich habe mir zwar im Internet ein Bild rausgesucht vom 412er. Ich habe gesagt 610, es gibt eine 412er, ist das genau. Vier antriebene Achsen und 12 Achsen insgesamt. Und ich habe nicht eine Diesel-Version gefunden und der hat natürlich keinen Stromabnehmer. Ich konnte im Internet nur da stöbern, aber ich glaube, dass da. Mann, was hat der eigentlich für Höchstgeschwindigkeit? 140. Kommt sie ausgehen mit dem Abstand.
Die Stromabnehmer. Aber hundertprozentig kann ich es auch nicht sagen. Nö, nö. Bevor jetzt das Altenburg-Wildau das erste Mal jetzt. Ich sag nur bei Altenburg-Wildau, das ist Köblitzer Bergland. Grotze fix. Aber ich bin es gewohnt, Altenburg-Wildau, weil ich das Köblitzer Bergland eben erst seit ein paar Tagen habe. Seit vorgestern? Gestern? Seit gestern. Ja. Seit gestern habe ich es. Ach so, schaut das schon ein wenig detailliert aus. Hier bitte drücken. Was für ein Nothammer. Markiert, wo man draufklopfen muss. Mir gefällt er ganz gut, der Triebwagen. Er ist nicht ganz nach dem, wie es ich gewohnt bin, das Fahrzeug. Er ist ein bisschen anders aufgebaut. So wie er die Bahnverwaltung verwendet, von der was ich kenne, da ist der Fahrer nicht in der Mitte, sondern leicht links. Und er hat auch vorne ein bisschen mehr Platz, weil der Führerstand wirklich bis ganz nach vorn gleich breit ist und nicht so irgendwie wegen zusammengeht. Also wie man genau sagen sollte. So, gleich mal Abfahrt. Und der, was ich kenne, der hat ein bisschen mehr, weniger Ausstattung, der braucht alles, weißt du. Mehr für den. Für den Lokalbahnbetrieb und den Betrieb auf der ÖB-Strecke eigentlich ein Großteil von dem Zeug, was da herinnen ist, gar nicht braucht. So, jetzt blinkt er rechts, bis dass die Türen zu sind. Und jetzt können wir abfahren. Wenn es wahr ist. Das ist mein Signal, was da rot leicht. Nein, jetzt nicht mehr. Höchstgeschwindigkeit 120. Dass ich mitkriege, bei Bremsen muss man ein bisschen aufpassen. Und das ist echt finster, Alter. Ich drehe jetzt meinen zweiten Bildschirm und. Ah, Parallelausfahrt, super. Also, ich habe wie gesagt, ich drehe meinen zweiten Bildschirm an und auch meine Schreibtischbeleuchtung, weil. Ich sonst gar nichts sehe. Ich hoffe, es wird bald ein wenig heller. Weil die ganze Strecke so finster zum Fahren wird ein bisschen uninteressant. Gegenzug, Güterzug. Das ist doch ein bisschen lahm, oder? Weil sehen tut man eigentlich da gar nichts. So, gleich die erste Haltestelle, Altenbruck. Und die Höchstgeschwindigkeit braucht man keine Sorgen machen, weil der Zug, was vorher eingesetzt war, aber gar nicht 120 und nicht 140. So, Ankunftszeit. Ja, geht sich fast aus.
Muss ich jetzt wegen der Steuerung wohnen? Oder was zum Hupen bin? Zu spät. So, ich muss ja schauen, ob sich das hier ausgeht mit dem Verzögern. Bin fast noch ein bisschen weit weg vom Bahnsteig. So, jetzt brauche ich ein bisschen Sound, weil sonst bremst man es nicht. Stopp! Bin ein bisschen zu langsam, das heißt, ich muss ein bisschen schneller beschleunigen. At noon. Okay, die Bremsen löst sofort, das heißt, die lassen wir zum dabei. Stoff. Beschleunigen wir mit höchstmöglicher Beschleunigung. Ja, war jetzt voll deutsch. Ich hoffe, es wird dann hell, weil ich mag das gar nicht. Ja, 10 Minuten fahren wir schon wieder. So, gleich mal 120. Und beschleunigen wir auf 120. Ja, die Cruise ist ganz gut, die Cruise Control oder wie man sie immer nennt.
langsam. Ja, von der Zeit her liege ich ganz gut. Köblerwald oder Koblerwald. Ein Kilometer. Guckt habe ich, was bringt, weiß ich nicht. Glaube ich knapp. Oder? Ja, oh, es geht. Reitschlüpf. Türen auf. Lass mich den Hirn eh noch aussteigen, bitte. Ja, bis jetzt schlage ich mir ganz gut, kann man nichts sagen. Was piepst da? Die Tiere stehen auf. Oh, jetzt gehst du. Nächste Hütte ist geblitzt. Zu schnell. So, haben wir 120. Und in wenigen Minuten sind wir in Koblenz. Jetzt geht es leicht bergab. Ich würde mir die Strecken lieber tagsüber anschauen, weil es einfach viel schöner ist. Weil es auch wirklich eine wunderschöne Strecke ist. So, 2 Kilometer bis Köblitz. Müssen wir wieder ein bisschen auf die Signale schauen. Dass ich nicht zu flott bin beim Einfahren. Es ist nur grün, Vorsignal auch grün. Das gefällt mir.
könnte was zum Hauptschütter schütten gewesen. Mit der schütten. Meine Damen und Herren, willkommen in Köblitz. Und ich bin so schnell, ich bin so schnell, ich bin so schnell. Ich erzähle schöne zischende Geräusche und ich hoffe, ihr wisst auch, was das ist. So da. Und ich beende gleichzeitig mein erstes Teilstück meines Videos und morgen kommt der zweite Teil. Danke fürs Zuschauen. Ciao, baba.